Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von testsieger.de. Wir präsentieren euch heute den Tefal Opti-Grill Plus XL. Das ist ein Tischgrill und wie immer stellen wir euch die wichtigsten Funktionen vor, sagen am Ende noch ein paar Worte zum Betrieb. Fangen wir mit dem Design an. Klar, optisch ist er jetzt kein Highlight, aber dafür ist er hervorragend verarbeitet. Der Körper besteht aus Edelstahl und der Griff aus thermoplastischem Kunststoff, der wird also nicht heiß. Am Griff dann einfach nach oben ziehen und dann kommen die beiden Grillplatten zum Vorschein. Die haben jeweils Abmessungen von 40 x 20 cm und somit ergibt sich eine Grillfläche von etwa 800 Quadratzentimetern. Die beiden Platten bestehen aus Aluminiumguss, sind also auch hochwertig verarbeitet, haben diese Rillen, dass das Fett abtropfen kann und lassen sich auch einfach abnehmen für eine einfache Reinigung. Einfach den Knopf drücken, an der Unterseite genauso. Kommen wir zur Bedienung. Die Bedienelemente befinden sich allesamt am Griff. Hier links haben wir den Power-Button. In der Mitte haben wir dann die Tasten für die neuen Automatikprogramme. Der Grill verfügt nämlich über verschiedene Sensoren, die die Zubereitung automatisch steuern sollen. Wir haben eine Taste für Burger, Fleisch, Sandwiches, Würstchen, Fisch, Geflügel, Meeresfrüchte, Schwein und sogar Bacon. Da sehen wir die Zubereitung später nochmal genauer. Dann haben wir den sehr praktischen Lichtindikator, der gibt quasi den Garzustand an. Man sieht außenrum, ist dem gewünschten Garzustand eine Farbe zugeordnet, zum Beispiel rot für durch, gelb für blutig. Die Farbe pink steht für das Vorheizen und wenn der Grill dann aufgeheizt ist, gibt er ein akustisches Signal wieder. Und dann weiß man eben, dass es jetzt Zeit ist, das Gargut aufzulegen. Wir zeigen euch jetzt die Zubereitung von Bacon. Da bietet die Grillfläche ungefähr Platz für 6 bis 7 Scheiben, wenn man so nah aneinander rückt, vielleicht sogar 8. Dann nochmal den OK-Button drücken und dann startet die Zubereitungsphase. Man sieht jetzt, der Grillindikator wird blau. Das signalisiert, dass die Grillphase eben startet. Und nach einer gewissen Weise ändert sich die Farbe dann eben von gelb nach orange zu rot. Bei Bacon muss man natürlich jetzt ein bisschen umdenken, da gibt es eher den Krossheitsgrad an. Jetzt haben wir gerade den Medium-Zustand erreicht und dann schauen wir uns das Ergebnis doch da mal an. Man sieht übrigens hier vorne sehr schön, wie das Fett heraustropft. Die Abfangschale lässt sich abnehmen. So, hier haben wir jetzt das Ergebnis. Man sieht schon, es hat eine sehr schöne Maserung und ist auch sehr schön durch. Also insgesamt kann das Gerät wirklich durch hervorragende Ergebnisse punkten, egal was man jetzt gerade zubereitet. Man kann die Temperatur natürlich auch individuell einstellen. Man muss nicht die Automatikprogramme verwenden. Kommen wir zum Fazit. Uns hat der Tefal Opti-Grill Plus XL wirklich sehr gut gefallen. Wir haben eigentlich nichts auszusetzen am Gerät. Der Grill punktet durch hochwertige Materialien, durch eine einfache Bedienung, die vielen Automatikprogramme. Der Lichtindikator ist sehr praktisch. Die Ergebnisse haben uns bei allen Gerichten, die wir ausprobiert haben, wirklich überzeugt. Die Platten lassen sich abnehmen und in die Spülmaschine sogar packen. Wirklich ein sehr schöner Grill. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gerne unseren Kanal abonnieren. Dürft uns einen Daumen nach oben geben. Oder wenn ihr was zu dem Gerät zu sagen habt, dann hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar. Da freuen wir uns immer drüber. Ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zu unserem nächsten Video. Macht's gut!